Herzlich willkommen zu Hause und herzlich willkommen Dr. Rüdiger Dahlke, Deutschlands berühmtester Fastenarzt und derjenige, der sich gerade in diesen Zeiten, wo wir mit Verzicht die letzten 2 Jahre besonders zu tun hatten, sich damit wohl auch aus meiner Sicht von ärztlicher Seite besonders gut auskennt. Und damit möchte ich das Gespräch beginnen, das interessiert mich auch besonders. Ist es wirklich das beste Rezept in dieser Zeit, sich auf den Verzicht zurückzuziehen? Und wenn ja, inwiefern? Also, wenn man nichts isst, kann man nichts Falsches essen. Dann beginnt mal eine ketogene Ernährungsphase. Und die ist nachweislich durch viele Studien gesund. Also zum Beispiel bei Krebs ist das sehr hilfreich, weil der Krebs von Glucose lebt, Zucker. Und wenn du jetzt ketogen lebst, beim Fasten, ist das hilfreich. Am besten müsste man bei Krebs danach weiter ketogen leben. Es ist auch ganz gut bei Typ 1, 2, 3 Diabetes und es ist gut bei den neurodegenerativen Krankheitsbildern und wenn man abnehmen will. Also eine ketogene Ernährungsphase ist gut und das passiert genau beim Fasten. Vielleicht müssen wir das kurz erklären. Ketogen ist ja nicht jedem geläufig. Also woher kommt der Begriff und was genau verstehen Sie jetzt darunter in Ihren Therapieformen? Also ich würde jetzt, also es ist eine Kost, die einen Schwerpunkt hat bei Eiweiß und bei Fett. Und nicht bei Kohlenhydraten, also ganz kohlenhydratarm und fett- und eiweißreich. Aber ich verstehe die Variante sozusagen von Peace Food. Das ist pflanzlich vollwertige Nahrung und Peace Food Ketokur bedeutet pflanzlich vollwertig, fettbetont, eiweißbetont, Kohlenhydrat minimal. Eiweißbetont, da denkt man ja sofort erstmal, ah, okay, da kann man jetzt ordentlich Fleisch zu sich nehmen. Aber das, was ja auch sozusagen die Orte ausmacht, an denen Sie Menschen therapieren, das sind ja Orte, an denen die vegane oder die glutenfreie Ernährung eine besonders große Rolle spielt. Und das ist ja auch so spannend für die Menschen. Peace Food, also in Zeiten, wo wir so viel mit dem Thema zwischen Krieg und Frieden zu tun haben, also auch jenseits von Tolstoi ein großes Thema und dann natürlich Mind Food, auch ein sehr erfolgreiches Buch von Ihnen. Es geht darum, also nicht nur um den Geist, sondern natürlich auch ums Bewusstsein. Wie bewusst essen wir? Also wie passt es jetzt alles zusammen, dass wir denken, Protein oder eine eiweißreich und sind dann aber weg vom Fleisch. Wir denken Mind Food und dann geht es aber doch um mehr als nur um den Geist. Also das ist ja schon sehr interessant, wie sich das alles mit immer mehr Bedeutungsdimensionen auflädt. Ja, also man muss vielleicht erst mal wissen, dass es kein Fleisch gibt, keine Wurst, wo so viel Protein drin ist wie in der Lupine, blaue Süßlupine. Also die Hülsenfrüchte, Leguminosen enthalten sehr einen hohen Anteil an Eiweiß und die Lupinen mehr als Fleisch. Alles, was im Fleisch ist, kommt ja erstmal vorher sowieso auch aus Pflanzen. Im Endeffekt, wir essen ja auch interessanterweise praktisch nur Pflanzenfresser. Keine Raubtiere würden wir nicht essen, außer bei Fischen. Also von daher, wir kriegen über die pflanzliche Kost, Peace Food, genug, bei weitem genug Eiweiß. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und ich halte natürlich Peace Food für eine sehr wichtige Sache, einfach weil sie die Abwehr so steigert, nachweislich. Pflanzliche Ernährung ist enorm günstig für die Abwehr. Und das haben wir hier auch erlebt in den letzten Jahren. Wir sind viel im Waldsaal, da haben wir noch durchs Waldbaden auch Studien belegt, eine Abwehrsteigerung. Wir haben das durch Fastenzeiten. Der CRP-Wert sinkt, das ist so der Entzündungsmarker im Körper, das C-reaktive Protein, sinkt auch bei pflanzlich vollwertiger Kost. Und wenn die Abwehr hochgeht, das Immunsystem wirklich stark ist, dann haben wir einen gewissen Frieden mit den Erregern. Es ist ja nicht so, dass wir ohne Erreger überhaupt leben könnten, ehrlich gesagt. Ja, also das sind so frühe Irrtümer. Pasteur hat es gesagt, der gesunde Mensch ist keimfrei. Aber er hatte auch schon so einen Gegenspieler, Antoine Béchamp, der hat schon gesagt, alles ist voll Erregern, voller Keimen, Keime sozusagen. Und wenn wir ehrlich sind, wir haben in unserem Erbgut die Hälfte von Viren. Wir haben in jeder Zelle jede Menge angestellte, eingestellte Bakterien, die Zellkraftwerke, die Mitochondrien. Wir haben im Dickdarm, im Verdauungstrakt, den ja die Schulmedizin auch entdeckt hat,
ein Mikrobiom, früher Darmflora. Und da haben wir angeblich 10-mal so viel Symbionten, also bakterielle Mitarbeiterinnen, 10-mal so viel als Zellen im Körper. Also wir sind eine Synthese und haben mit diesen ganzen Keimen zusammen zu leben. Effektiv ist natürlich jedes Händeschütteln. 35 Millionen Keime werden ausgetauscht. Ja, so Bussi-Bussi-Bussi-Gesellschaft, 50 Millionen Keime. Und da ist noch kein feuchter Kuss. Und auch selbst den wollen wir ja nicht missen. Also wir müssten in so einer Austauschsituation leben. Und das könnten wir am besten, wenn unsere Abwehr hoch ist. Und da gibt es auch wunderbare Beispiele. Also wenn man auf Tierprotein verzichtet oder weitgehend verzichtet, ist man eben viel, viel abwehrstärker. Ich habe in diesen 2 Jahren jetzt, wo ich ja natürlich als Arzt auch Kontakt hatte mit Infizierten und so, ich war einmal 2 Tage lang positiv im Antigentest, aber ich hatte nie Symptome, ging mir wirklich ganz gut. Also 71-jährig, fast, wenn man sowas erzählen kann, ist ja schon eine tolle Sache. Gerade ist das Wort Waldsaal noch gefallen, das möchte ich gerne für die Zuschauer noch erklären. Also unter dem Waldsaal versteht man ein Areal in ihrem besonderen Garten, in ihrer Gartenanlage Tamangar, wo die Menschen quasi im Wald auf Bänken sitzen, leicht abschüssiges Gelände und ganz unten stehen sie und halten Vorträge oder beantworten Fragen. Also das ist aus meiner Sicht auch eine neue, eine besondere Form des Sich-Aufhaltens, vielleicht der Kongresssaal der Zukunft. Aus meiner Sicht wäre das doch sehr erstrebenswert, gerade im Sommer, wenn wir uns in Zukunft einfach an der frischen Luft treffen könnten. Übrigens auch für die Schulklassen eine sehr erstrebenswerte Form des Unterrichtens. Vielleicht eine Alternative für andere Dinge, die die Schulklassen auch schmerzlich kennenlernen mussten. Aber wir wissen ja alle nicht, wie es weitergeht. Die Zukunft ist offen und es ist auch auch alles eine Frage der Sprache. Also wie sprechen wir über die Dinge? Nicht nur wo, sondern auch wie, um jetzt bei Ingeborg Bachmann zu bleiben. Was ich spannend finde, da wir gerade von Tamangar sprechen, ich habe zuerst an Shangri-La gedacht, also an diesen mythischen, mystischen Ort. Ich glaube, der Roman ist von Anfang der 30er Jahre, James Hilton, wenn ich mich nicht irre, der also diese Idee eines idealen Friedens- und Harmonieortes kreiert hat, irgendwo im Himalaya, in einem entlegenen Tal. Wenn man das liest, weiß man auch nicht ganz genau, ist es jetzt wirklich ein physisch gemeintes Tal oder ist es eine Art zweite, dritte, vierte, fünfte Sphäre, Dimension, was auch immer. Haben Sie da auch dran gedacht, als Sie diesen Ort benannt haben? Weil das klingt ja so ähnlich. Also Taman heißt Garten in Bahasa und das ist aus Bali mitgebracht. Tamangar, der Garten Gamlitz, ist der nächste Ort hier, Weinort. Aber auch Ganesha, das ist dieser Elefantengott oder Obstacle Remover. Und ja, hat mich angesprochen, einfach vom Klang her. Und Garten ist mir schon was Wichtiges. Ne? Also wir kommen so aus dem Garten Eden, Paradiesgarten aus der Einheit, sind da rausgefallen, Gott sei Dank, haben wir Entwicklungschancen. Aber es ist natürlich auch ganz schön, zurückzukommen. Also das ist unser Lebenslauf für mein Gefühl. Wir müssen erstmal raus, sozusagen verloren gehen, die Ilias, jetzt Troja. Also der muss hinaus und kann nicht so bei Muttern bleiben, die er will, dass er zu Hause bleibt. Sie hat ihn unsterblich, also unverletzbar gemacht, indem sie in den Fluss Styx getaucht hat. Aber dann blieb die Verse, die berühmte Achillesferse. So ist der Hinweg, die Ilias. Und der Heimweg ist die Odyssee, ja, die Rückkehr der Seele wieder zu seiner besseren Hälfte, nach Ithaka und so weiter. Das haben wir im Mythos drin, das haben wir in so vielen Beispielen drin. Der Hinduismus sagt ja auch, von hier nach hier geht die Entwicklung. Also wir kommen aus einer Gemeinschaft, wir kommen aus dem Wasser, Fruchtwasser oder Urmeerwasser. Es ist immer gut, wieder ab und zu mal in so eine Regression zu gehen. Und der Ort hier ist ein bisschen aus diesem Traum, den Sie da gerade ansprechen, entstanden, aber auch aus den Erfahrungen in Hotels. Also ich hatte wirklich schöne Hotels in Österreich, Italien vor allen Dingen. Die haben sich auch sehr bemüht um unsere großen Gruppen. Aber hier kann ich das selbst richten. Wir haben halt optimales Wasser und wir machen noch eine Wasserprobe statt eine Weinprobe. Und wir haben einen Saal in der Natur. Das ist zwischen 2 Waldstücken, die dazugehören. Das heißt, also wir haben optimale Luftverhältnisse hier. Die Erde ist hier nie behandelt worden mit Kunstdünger oder Giften, Fungiziden, Pestiziden, sowas. Die Vorgänger haben 30 Jahre eine ganz ähnliche Philosophie gehabt. Die haben die Makrobiotik in Österreich verbreitet. Und
da gab es nie Kunstdünger. Die davor hatten gar kein Geld dafür, es war eine arme Gegend. Und also wir haben optimales Wasser, optimale Erde, optimale Luft. Und ja, das Feuer der Begeisterung müssen wir mitbringen, versuchen wir hier zu entfachen. Aber ist natürlich leichter an so einem Ort, wo vieles in so eine Richtung geht von Leichtigkeit. Der Saal ist extra auf Stelzen sozusagen, ein bisschen schwebend. Überall sind die Schwebewiegen und im Brainlight-Raum kann man sich sozusagen diese Synthese aus geführter Meditation und Massage und Mind Machine und so gönnen. Das ist so eine Mischung aus zurück zur Mutter Natur, aber auch die Vorteile der Technik. Also im Waldsaal können wir alles natürlich an Video schauen und so weiter, so zusammenzubringen. Das sind so alte Träume, die in 40 Jahren Seminar geben, in mir entstanden sind. Beim Fasten möchte ich, dass die Teilnehmer das beste Wasser haben, und zwar auch ein individuelles, was zu ihnen passt. Und ich möchte, dass sie auch eine Ernährung haben, eben Peace Food mäßig, die pflanzlich ist, die vollwertig ist und die ja, auf, ja, hier wächst, wo wir wissen, das ist auch jetzt wirklich ein unbeschadeter Erdboden und so weiter. Das ist wirklich ja, ganz schön, glaube ich, spüren auch viele Teilnehmer. Und wir haben alle Möglichkeiten, da zu spielen. Wenn irgendwas studienbelegt ist, bin ich da ganz offen. Also da hängen die Geonado-Wellen in unseren Sälen, aber auch in den Räumen, wo man schläft. Was ist das für jemanden, der es noch nicht gehört hat, Geonado-Welle? Wie kann man sich das, was verstehen Sie darunter? Ja, es ist einfach eine besondere Form, die den Inhalt prägt. Also die zum Beispiel abschirmt von allen möglichen Strahlungen. Wir machen das auch ganz physisch, also wenn man hier das Licht ausmacht, das letzte, die Nachttischlampe, dann ist Netzfreischalter, kein Strom mehr, hier gibt es kein WLAN, diesen Strahlensalat gibt es nicht. Macht man einen Laptop auf, ist da kein Provider, aber es gibt Kabel in den Zimmern. Also wir würden nicht verzichten wollen und wir machen viele, probieren viele Dinge aus. Da haben wir hier die Freiheit dazu, die uns gut bekommen. Das ist mit Lärchenholz alles gebaut, eben nicht mit billigem Fichtenholz. Das ist auch zur richtigen Zeit geerntet worden und die Wände mit Lehmputz verkleidet. Aber es ist ganz klein, ne? Klausen, also haben Sie ja erlebt. Die Idee ist, dass man leicht Ordnung schaffen kann und naturnah, keine Aircon, aber Lehmputz, der auch so einen Ausgleich schafft. Da haben wir uns hier in vieler Hinsicht gespielt. Und die Idee ist einfach, körperlich zu regenerieren, zum Beispiel ein gutes Abwehrsystem zu haben durch alle vier Elemente. Und dann kann man auch besser in dieser ziemlich, wie soll man sagen, wellenmäßig wilden Welt existieren. Ich bin ja nicht dafür, dass man nur noch im Wohnmobil vor den Strahlen flieht und irgendwo in den letzten Ecken des Bayerischen Waldes Zuflucht nimmt, wie inzwischen auch schon einige Leute. Ja. Also die Idee wäre, überall so einen Lebensgarten oder Heilungsbiotop zu haben, wo Menschen sich auch zurückziehen könnten, wieder Kraft schöpfen, um da draußen auch Ordnung zu schaffen, ehrlich gesagt. Das ist so mein Traum, Feld ansteckender Gesundheit. Von ansteckender Krankheit habe ich natürlich schon viel gehört an der Uni und der Klinik. Aber es gibt auch die Möglichkeit ansteckender Gesundheit. Und ich kann das auch gut vertreten. Also ich bin keinen einzigen Tag ausgefallen, krankheitsmäßig, in diesen guten 40 Arztjahren. Das ist ideal für die Krankenkasse, ehrlich gesagt. Also angefangen hat es ja mit Krankheit als Weg. Also jetzt hier der Ort der Gesundheit, der Gesundung, wo man wirklich ein herrliches und eigentlich idealtypisches Umfeld vorfindet, wo man wirklich auch dann beim Fasten möglichst wenig vermisst. Aber Krankheit als Weg, das stand schon bei mir zu Hause im Regal. Ich glaube, also 1983 ist es rausgekommen. Also ich war noch Kind, fand es immer spannend. Meine Mutter hat davon geschwärmt. Also das war sozusagen der Anfang von ihrer langen Liste an Publikationen. Ich glaube, es geht über die 80 Publikationen, wenn ich richtig informiere. Ich sage mal 74, weil so ganz Krankheit als Weg hat auch Detlefsen viel mitgeschrieben. Das sind zwar so meine Gedanken. Aber es gibt ein paar Bücher, die mit anderen zusammen auch entstanden sind. Frauenheilkunde, ich bin ja kein Gynäkologe, da war Volker Zahn, der ist Münchner Gynäkologieprofessor gewesen. Der hat dann auch viel Inhalt reingebracht und ich habe es geschrieben, aber dann ist es mein Buch oder unser Buch, eher unseres. Insofern ist es auch egal. Sie hatten viele Partner, würde ich sagen, wenn man auf die Publikationen schaut, mit denen Sie zusammengeschrieben haben. Aber dennoch, Ihr Name steht drauf und es ist ein Teil von Ihnen. Was viel wichtiger ist, finde ich ja immer, auch als die Zahlen, das ist ja quasi eigentlich tote Materie, auch wenn wir damit jetzt so viel handeln, ist
doch eigentlich, was hat es sozusagen mit dem Menschen gemacht? Was ist aus Ihnen da zu den Menschen geströmt? Also als Weisheitslehrer, als Gesundheitslehrer. Das war der Anfang, Krankheit als Weg. Und jetzt schauen wir auf eine Zeit, wo Krankheit ja ganz anders betrachtet wird als Weg. Wir haben einen kollektiven Weg jetzt damit, der angeblich oder vielleicht ins Unendliche zu weisen scheint. Aber wie wir wissen, alle Krankheit, die es bisher auf dem Erdball gab, hatte irgendwo auch dann ein Ende und die Menschen haben weiter existiert. Also was würden Sie sagen, auf welchem Weg sind wir als Gesellschaft in diesen Zeiten mit einer Krankheit auf unserem Weg als Menschheitsgemeinschaft? Ja, Krankheit als Symbol, Krankheit als Weg will uns eigentlich nahebringen, dass Krankheit einen Sinn hat, dass etwas ausgedrückt wird, eine inhaltliche Aufgabe da drin steckt, eine Lernaufgabe. Ich meine, wir könnten einfach mal, ja, wie Sie schon gesagt haben, lernen. Es gibt Infektionen, aber danach gibt es dann im Idealfall auch wieder Gesundheit. Nach jedem Krieg gibt es Frieden. Da wir das eigentlich wissen könnten, wenn wir die Geschichte als Lehrmeisterin nehmen, wie Ingeborg Bachmann das so schön vorgeschlagen hat, die hat nur gesagt, die findet keine Schüler. Naja, jetzt kann man das besonders nachvollziehen. Wir könnten doch aus der Geschichte gelernt haben, dass Kriege sich nicht lohnen. Und dass dieses ganze Gemetzel zum Schluss nur Elend schafft. Also, aber wir machen sie wieder, wir rutschen da rein. Und das ist in der Medizin, so ein Mikrokosmos von unseren Körpern, Seelen, Geist, Entitäten, ja ganz ähnlich. Zum Schluss schaffen wir es dann. Wenn es die Infektion, die Erreger schaffen, wäre der Tod. Also wir könnten einerseits immer wieder den Krieg verstärken, den Kampf verstärken. Ja? Also wir können gegen die Erreger, Zero, Covid, ich meine, das ist eine schwachsinnige Idee von Anfang an, ehrlich gesagt. Das hat es noch nie irgendwo gegeben. Wir schaffen es nie, alle Bakterien, Viren aus der Welt zu schaffen. Selbst bei den Pocken haben sie noch in den Militärlabors für Notfall sozusagen Pocken gelagert, um das militärisch einzusetzen. Also wir schaffen nie etwas aus der Welt. Es gibt die Erhaltungssätze in der Physik, in der Chemie. Wir kriegen nichts aus der Welt. Warum sollten wir Krankheitsbilder aus der Welt kriegen durch Unterdrückung und Wegschneiden, was die Schulmedizin anbietet? Ich glaube da nicht mehr dran. Aber was wir machen könnten, wäre so eine zweite Säule, die Abwehr hochfahren. Und das geht mir zu schönen, einfachen Dingen wie einer gesunden Ernährung. Peace Food ist gesunde Ernährung. Ich finde Mindfood noch wichtiger, die geistige Nahrung. Da könnte man auch lange drüber reden. Aber es gibt ja auch Belege in der Vergangenheit, die auch zum Beispiel von der Lancet berichtet worden sind. Also es gab vor 100 Jahren die Situation in Dänemark, wo eine Blockade dieses Land praktisch in die Hungersnot schob sozusagen. Und dann hat dieser Dr. Mikkel Hintede gesagt, okay, wir können das schaffen, wenn wir umstellen auf pflanzliche Kost. Und sie haben das mit einem Trick gemacht, Nudging nennt man das heute. Man hat das Pflanzliche ganz billig gemacht und das Fleisch und sehr teuer. Und die Mehrheit der Bevölkerung ist dann umgestiegen. Und dann haben sie die Blockade ohne Tote überstanden. Und ein Jahr später war spanische Grippe in Europa, auf der Welt. Und die hatten keine erhöhte Sterblichkeit. Einzige Land in Europa, Dänemark, auf dieser pflanzlich vollwertigen Basis. Gegen jede Krankheit ist ein Kräutlein gewachsen. Das findet sich ja dann auch in dem schönen Garten Tamangar, dass wir überall Kräuter und Naturheilkunde vorfinden, die uns weiterhilft. Und was Sie ja auch gemacht haben, Sie sind zu den Völkern fast auf der ganzen Erde gereist, gell? Und haben gefragt, welche Möglichkeiten gibt es, gegen Krankheiten vorzugehen. Gibt es da so einen roten Faden, dass man sagen kann, da und da und darauf haben die einfach alle zurückgegriffen? Also können Sie das sozusagen analytisch mal herauskristallieren? Was ist das im Kern? Also in dem Maße, wie wir zur Mutter Natur zurückkehren, nicht indem wir es sozusagen in die Wälder ziehen, sondern uns einfach anlehnen an die alten Methoden, kann man sich schon entspannen. Jetzt, wenn man einen spirituellen Hintergrund hat, kann man sich sowieso sagen, tiefer als in Gottes Hand werden wir nicht fallen. Da könnte man ganz gelassen sein. Wenn ich mir Rutger Bregmann, dieses Humankind, gebe, muss ich sagen, das für mich hat es mein Weltbild repariert. Weil ich habe eigentlich erlebt, von der Familie her und von meiner Sozialisation und von meiner Arbeit, lauter zugewandte, freundliche Leute. Wenn wir mal im Kurs einen Blinden haben,
den bringe ich dann zu seinem Platz da im Fastenschweigen meditieren. Aber dann sind schon jede Menge aus dem Kurs, die ihm helfen wollen. Und das ist mit Rollstuhlfahrern, das ist überhaupt so. Also dieses im Grunde gut sein ist etwas, was mir wirklich das Weltbild repariert hat. Harari hat gesagt, seins hat es verändert, immerhin. Also es ist wirklich beruhigend auch zu sehen, eigentlich kommen wir, und das hat uns ausgemacht und uns überleben lassen, aus einer teilenden Gruppe, aus einer Gemeinschaft, die ihre Kraft daraus geschöpft hat, dass sie zusammengehalten hat, Kooperation gelebt hat. Und wir haben es dann geschafft, über Koexistenz zu Konkurrenz zu kommen, so sehr in diesen archetypisch männlichen Pol. Es würde uns alles helfen, was zurück zur Mutter Natur führt. Also wenn wir wieder viel gutes Wasser trinken, sehr heilsam. Wenn wir wieder sehr einfach essen und manchmal Pausen machen, so wie es früher nicht anders ging, sprich Fasten, meinetwegen auch Autophagie für die Schulmediziner, sehr hilfreich. Wenn wir wieder anfangen, uns zu bewegen, so wie die früher, heute sagen wir im Sauerstoffgleichgewicht. Früher sind die getrottet auf Nahrungssuche. Und dann ist es hilfreich für uns. Und da können wir schauen, wenn wir barfuß gehen, kriegen wir jede Menge, also unsere freien Radikalen mit Elektronen abgesättigt. Braucht man nicht so viel Antioxidantien. Barfuß gehen, gesund. Also alles Rettungsversuche, alles eine quasi auf der Spur des, wo ist die Rettung, wo ist die Hoffnung, weil das ist ja das Hauptthema momentan, finde ich, für die Menschen. Wo finde ich Rettung, wo ist die Hoffnung? Es ist manchmal schwer zu erkennen. Und in einem Ihrer Bücher hat der Dalai Lama, haben Sie den Dalai Lama zitiert, der sagt, die Hoffnung, wenn es überhaupt eine gibt, aber er geht natürlich von einer Hoffnung aus, die liegt bei den mitteleuropäischen Frauen. Wir müssen sozusagen mit weiblichen Methoden wieder an unsere Probleme drangehen. Ja, auf die Seelenbilderwelt zurückgreifen, in den Ausatmen. Ja, spürt man schon beim Ausatmen Seufzer, der führt so in die Ruhe, in die Regeneration, in die Erholung rein. Diesen Fight-and-Flight-Mechanismus, das wäre das archetypisch Männliche, durch die Bremse ergänzen, dass wir das hinkriegen, dass wir mehr wieder auf den Rhythmus von Mutter Natur schauen, den Rhythmus von Mutter Erde, also mit weiblichen Methoden an die Dinge drangehen. In der Emanzipationsbewegung, die ich ja total verstehen kann, um gleiche Löhne und auch mittrage, aber da kämpfen doch im Wesentlichen Frauen mit männlichen Mitteln um männliche Positionen. Ich glaube nicht, dass er das gemeint hat. Ich glaube, er meinte, dass wir in Einklang mit diesem Yin, wie sie im Osten sagen, kommen. Mehr mit dem Parasympathikus als mit dem Sympathikus. Also das Empfangende, das archetypisch Weibliche. Das heißt ja nicht immer automatisch eine Frau, haben Sie schon gesagt. Genau. Für mich zählt da auch dazu, zum Beispiel, wenn wir jetzt von Rhythmen sprechen, dass man sich Zeit, wieder mehr Zeit nimmt, zum Beispiel Zeit für seine Kinder, nicht wenn sie dann schon 13 sind, sondern möglichst, finde ich, meine Erfahrung in den ersten Jahren, sich wirklich auch diese Ruhe gönnt und gibt, deiner Familie Zeit zu geben und wer auch immer dann dieses weibliche Prinzip verkörpert. Naturgemäß, denke ich, wenn man ein Kind im Bauch gehabt hat, dann ist es leichter, diesen Faden, der sich schon, oder diese Verbindungsfäden, die sich schon gesponnen haben, diese Einheit, auch dann, wenn das Kind geboren ist, weiterzutragen und viel Zeit, viel Ruhe zu verbringen, bis es dann irgendwann von selber wegläuft, wäre auch mal wieder eine Möglichkeit, als immer zu gucken, dass die Politik ab dem ersten Kindergeburtstag einen Krippenplatz zur Verfügung stellt, auch wenn es für viele Frauen nach wie vor wichtig sein kann und wird. Aber ich finde noch eine andere Figur sehr wichtig, nämlich den Hausdrachen. Ich erlebe in meinem Umfeld, dass wir weniger Möglichkeiten haben, unser Zuhause wirklich zu pflegen. Oder dass es weniger einzelne Personen, Figuren, Persönlichkeiten gibt, die sagen, ja, meine Aufgabe ist es, dieses Zuhause zu pflegen und natürlich auch darüber zu wachen. Da kommt dann der Drache ins Spiel, der dann auch ein Regiment führen kann und ordentlich faucht, wenn es mal nicht so läuft, wie es sein soll. Also wie steht es da, Sie sind ja auch ein Experte für Kulturgeschichte, wie steht es um diese archetypischen weiblichen Rollen, zum Beispiel des Hausdrachen? Ja, erstmal zu dem ersten Teil, da möchte ich ja so gefühlsmäßig, also stimme ich auch gefühlsmäßig total zu. Ich habe 30 Jahre Psychotherapie gemacht. Also die Schäden, die entstehen, indem die Kinder so früh sozusagen irgendwo deponiert werden, die sind ja kaum aufzuholen. Insofern wäre das aus meiner Sicht auch ganz richtig, aber das brauche ich Ihnen als Journalistin ja nicht sagen, dass das eine in Deutschland wirklich super gefährliche Haltung ist, die
auch einmal schon zu einem totalen Eklat geführt hat. Was mich sehr erstaunt hat, weil ich eigentlich das Problem erstmal gar nicht gesehen habe. Aus einer psychologischen Sicht war das ganz gut nachvollziehbar. Nun muss man einfach sehen, dass eigentlich bei uns praktisch alle Entscheidungen gehen in die Richtung, dass der Rubel besser rollt. Und da ist die Frage, auf welcher Ebene. Ich meine, in der Medizin, ich dachte das erste Jahr bei der Pandemie, das geht um Medizin und Gesundheit, ehrlich gesagt, das war naiv. Zum Schluss ist das, was ich so die Weltgeldreligion nenne, die hat eine religiöse Methode, das ist der Konsum. Und alles, was dem nützt, wird unterstützt und das andere wird nicht unterstützt. Das ist hart gesagt, weiß ich, aber in der Medizin kann ich das sicher sagen. Also alle Dinge, die einfach sind, leicht umsetzbar, beim Fasten sparst du noch das Essen, beim Kurzzeitfasten eine ganze Mahlzeit, aber es ist natürlich nicht im Sinn der Nahrungsmittelindustrie, eine ganze Mahlzeit wegzulassen. Das mache ich seit 45 Jahren, bekommt mir sehr, sehr gut. Da muss ich jetzt aber kurz einhaken, weil vegan zu leben ist wirklich auch ganz schön kostspielig. Wenn ich wirklich immer Demeter- oder Bioqualität haben will, wenn ich wirklich sage, okay, ich verwende keine Eier, ich brauche dann Ersatzstoffe, ich will ein gutes Mandelmehl. Da habe ich ja mit einem kleinen Tütchen Mandelmehl, da bin ich schon einen ordentlichen Betrag los. Also der Kuchen kostet dann auch mehr und muss mit sehr viel mehr Zeitaufwand zubereitet werden. Und dahingehend wird es dann schon wieder teuer, in welcher Währung man auch immer jetzt denkt, ob Zeitaufwand oder eben tatsächlich. Wie viel kostet das Produkt? Ist sicher richtig, aber wenn man eine Mahlzeit wegfallen lässt, ist auf jeden Fall sehr viel Geld gespart über die Jahre. Ich habe sicher eine Villa zusammengespart, weil ich seit 45 Jahren nur zweimal am Tag esse. Ganz konsequent. Sehr konsequent, ja. Und Respekt. Es ist auch zum Beispiel in Österreich möglich, in einer großen Großhandelskette, ich kann es gerade sagen, Hofer ist in Deutschland das Aldi, da gibt es jede Menge vollwertiges Biokost. Und die kontrollieren das richtig scharf. Und wenn man das macht, dass man erstmal alles, was man da kriegt, kauft und dann nur in diesen teureren Naturkostläden den Rest kauft, kommt man gar nicht so teuer. Abgesehen davon muss man sagen, das Teuerste, weil es das Leben kostet, ist die normale Mischkost. Also der Professor Béliveau, der dieses schöne Buch geschrieben hat, Krebs sein mögen, keine Himbeeren, mit dem Doktor ging gerade zusammen. Der ist mal gefragt worden, was er denn für die gefährlichste Art der Ernährung hält. Da sagt er, ohne zu zögern, die normale Mischkost. Die ist wirklich, also sie kostet Lebensqualität und Lebensquantität. Und insofern würde ich immer zu diesen einfacheren Methoden doch raten. Ich habe mal so ein Buch gemacht, Peace Food, vegan, einfach, schnell. Das sind Dinge, die gibt es um die Ecke. Da braucht man keinen Versand von irgendwo, nichts Exotisches. Und es sind rasch zubereitet. Was auch keinen Sinn macht, den ganzen Tag mit Ernährungszubereitung zuzubringen. Ich will das auch nicht übertreiben. Also ich sage ja auch, man wird nicht heilig über den Darm. Das ist noch nie passiert. Es ist sehr hilfreich, diese Ernährung zu nehmen. Und wichtiger als Peace Food finde ich Mind Food. Also wir sollten mal kontrollieren, so wie der Osten sagt, Wächter an die Sinnestore, dass wir schauen, was wir da für geistiges Futter kriegen. Aber jetzt nochmal zurück, wir waren ja noch beim Weiblichkeitsthema und bei dem Thema Drachen, genau. Also die sozusagen der Wächter über dem, jetzt waren wir schon beim Wächter, ja. Der Wächter über dem Haussegen oder dem Hausfrieden. Was wäre denn die Rolle der Zukunft? Wo sind denn die Hausdrachinnen geblieben? Der Drachen wird in der patriarchalen Gesellschaft als ganz bösartig dargestellt. Ne? Das ist ja ein Glückssymbol in China zum Beispiel. Und man könnte auch einfach sehen, das ist dieser Naturteil in uns. Mutter Natur ist ja auch in der eigenen Natur. Und das hat was mit dem Unbewussten und dem Schatten zu tun. Also Siegfried bekämpft diesen Drachen Fafner und das Unbewusste letztlich. Aber es ist auch ein Aspekt des Weiblichen und wird im Wesentlichen bekämpft. Wo man Michael Ende greift es dann wieder auf in der unendlichen Geschichte und so weiter. Also wir haben eher so eine Aversion gegen den Drachen. Und wenn man sich die Geschichte so an Anfang anschaut, eins der Schicksalsgesetze, der wichtigsten, oder Nummer 3, ist, am Anfang liegt alles. Schauen wir uns an, wie das ging. Hera, die große Göttin, hat mit ihrer Milch die Milchstraße geschaffen. Und dann ihr jüngerer Bruder Zeus wollte gern auch an die Macht. Also er wollte Hera, seine Schwester, heiraten. Aber die ältere Schwester hatte keinen richtigen Bock auf den jungen Bruder. Und dann hat sie sich in eine Taube verwandelt, weil sie so tierlieb war.
die Mutter Natur halt ist. Und die hat sie an ihre Brust genommen und da hat er sich zurückverwandelt in Zeus und dann war er schon in der Brust. Und das weiß jeder, wenn dieses vorgefallen ist, ist das Land sturmreif. Also Hera hat ihn geheiratet und von der großen Göttin wurde sie dann zurückversetzt zur Göttin von Heim und Herd. Sie blieb zu Hause, hütete das Heim und er hat eigentlich flächendeckend in Europa befruchtet. Das hat sie ziemlich sauer gemacht und dann ist sie zum Hausdrachen geworden, ihm gegenüber und hat ihn dauernd wieder irgendwie attackiert, ihm das vorgeworfen und so weiter. Und das ist in vieler Hinsicht die Rolle von Frauen geworden, die jetzt für die Kinder, die Familie, dieses ganze urprinzipielle Mondthema einstehen. Ja, das ist die immer gleiche Klage. Er hat keine Zeit, er ist zu wenig da und es wird zu wenig für Familie getan. Wir erleben das ja auch in der Politik. Ja, die Familiensozialministerin ist meistens eine junge, unbedarfte, unbekannte Politikerin. Die wird kurz vor der Wahl ausgepackt, dann darf sie da reden und kurz nach der Wahl wieder eingepackt. Und wenn die dann 30 Millionen will für irgendwelche Kindergartenplätze, dann heißt es, ja, ganz wichtig, aber leider kein Geld da. Wir müssen erstmal die Spielschulden der Bankster sanieren. Oh, das sind 50 Milliarden bei die Bank und die. Und dann müssen wir ganze Länder mit Hunderten von Milliarden sanieren, weil wir sie eigenartig beraten haben. Da bleibt nichts für diesen weiblichen Pol. Die 30 Millionen haben wir einfach nicht. Wir sind noch nicht einmal auf dem DDR-Niveau wieder, was Kindergartenplätze angeht und Hortplätze und so weiter. Und ich halte ja gar nichts davon, Kinder sofort in den Hort abzuschieben. Aber Tatsache, dass dafür, für diesen Pol, einfach zum Schluss immer nie Geld da ist in unserem System, zeigt schon, wo das Geld wirklich hingeht. Also es gibt noch einen anderen interessanten Aspekt, den ich jetzt gerne mit reinbringen möchte, weil das möchte ich verstehen, vielleicht mit Ihrer Hilfe. Und zwar, wenn man mal so ein bisschen Drachenfilme schaut, dann erlebt man das große Wunder, dass also Drachen so treu sind, wenn sie sich einmal mit einer schönen Herrscherin verbunden haben zum Beispiel. Die kann also, obwohl die Drachen alles an Leib und Leben im Kampf gegeben haben, kann die hingehen, sie in eine Höhle führen, sie anketten, diese Höhle verschließen, versiegeln und diese Drachen dort, also Herrscherinnen sind ja in der Mythologie sowieso fast unsterblich an Lebenszeit, sie also nach einer halben Ewigkeit da wieder herausholen oder auch von jemand anderem befreien lassen. Und trotzdem werden diese Drachen niemals das Feuer auf ihre Herren richten. Das ist sehr interessant. Also mythologisch würde ich jetzt gerne nochmal auf Ihren reichen Schatz an Kulturgeschichte zurückgreifen wollen, weil das widerspricht ja schon ein bisschen dieser rachdürstigen Elektra, dieser Haus- und Hof-wild gewordenen, die da wartet, bis dann der untreue Ehemann endlich nach Hause kommt, um ihn dann die Hölle heiß zu machen. Also da gibt es ja schon auch noch andere Qualitäten. Was ist damit? Ist es irgendwo wiederzufinden oder vor allem in der, nochmal, um es zu Ende zu führen, in diesen Geschichten scheint es mir doch sehr edel und sehr erstrebenswert, solche Wesen auf diesem Planeten oder in unserem Umfeld zu haben. Aber umgesetzt auf diese häusliche Situation möchte man doch nicht, dass diese Frau, die da sowieso schon die ganze Zeit sich um die Kinder gekümmert hat, dann auch noch sagt, nee, also egal was, mein Feuer soll schweigen. Also ich meine, es gibt immer eine erlöste, konstruktive Einlösung eines Prinzips und eine unerlöst destruktive. Und eigentlich ist das natürlich was sehr Positives, für Heim und Herd, die Kinder, die Familie, das innere Kind zu sorgen. Das wäre wunderbar und entwicklungsförderlich. Aber in der patriarchalen Situation kommt es unter die Räder. Es hat keinen guten Ruf. Ja, sie macht 87 verschiedene Jobs und Berufe letztlich, wird für keinen bezahlt und ist natürlich dann letztlich auch unzufrieden in der Situation. Und dann rutscht es in so eine Schattenebene. Ja, also ich kenne das zum Beispiel so, kommt ein Mann zur Psychotherapie und du merkst, wenn du mit Hautwiderstandsmesser arbeitest, der ist ja gar nicht motiviert, kommt raus, der ist erpresst worden. Der hat zu Hause gehört, wenn du nicht endlich mal was unternimmst für deine Seele und unser Zusammenleben, dann hast du mich gesehen. So, jetzt kommt er zur Psychotherapie unter diesem Druck. Der hat natürlich das Gefühl, dieser Drache zwingt mich. Aber effektiv zwingt dieser Drache ihn ja dazu, eigentlich einen Schritt zu sich zu machen. Das ist ja für ihn auch heilsam zu seinem inneren Kind. Oder nehmen wir es ganz am Anfang. Es ist immer gut, ganz an den Anfang zurückzugehen. Die Adam- und Eva-Geschichte. Also ich meine, Eva bringt die Entwicklung in Gang. Gott hat zwar gesagt, da gibt es diesen Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, der Polarität sozusagen. Da sollt ihr nicht von essen.
Die Schlange sagt dann zu Eva, weißt du, warum er das gesagt hat? Weil wenn du davon isst, wirst du wie Gott erkennen, gut und böse. Eva steigt natürlich mit ihrer natürlichen Neugier darauf ein, holt sich so einen Apfel und gibt dann dem Adam davon zu essen. Nun kannst du das wie die katholische Kirche als ein unglaubliches Verbrechen von Eva sehen. Du könntest aber auch sagen, ich meine, kommt ja dann deutlich raus. Gott kommt dann ins Paradies und stellt die zur Rede. Die haben sich ja in die Büsche geschlagen, Feigenblätter auf ihre Unterschiede jetzt gegeben, ihre Blößen gedeckt und sagt zu Adam, was ist denn los? Ich habe dir doch gesagt, du sollst nicht essen von dem Baum. Sagt er, ja, habe ich eigentlich auch gar nicht. Sagt er, doch, doch. Und dann sagt er, nee, das Weib hat mir davon gegeben. Er projiziert das erste Mal so richtig. Und dann Gott steigt nicht drauf ein auf Projektion und dann wird er noch frecher und sagt, das Weib, das du mir beigestellt hast, das ist schuld. Also verzieh dich selbst, schmeiß das Weib raus aus dem Garten Eden, ich bin schuldlos. Aber wir erleben dann, er fliegt mit raus und dadurch haben Männer dann auch eine gewisse Entwicklungschance. Statt dass sie dankbar dafür sind, dass Eva diesen Schritt gewagt hat, raus in die Welt, sind sie eigentlich nachtragend. Ja, und Eva wird... ja, wie das Weibliche in den Kirchen total diskriminiert. Ja, also die haben, weil die Bevölkerung eine weibliche Gottheit brauchte, die Maria, ich glaube in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts überhaupt erstmal heilig gesprochen, in den Himmel erhoben. Die Evangelischen haben noch gar nicht gemerkt, dass es was Weibliches braucht. Da hat Maria gar keine Rolle. Also das Mütterliche kommt praktisch nicht vor, kommt schnell unter die Räder. Das ist eine für unsere Entwicklung typische Situation. Wir könnten genauso sagen, wir sind dankbar dafür. Und die Bevölkerung ist es ja. Man muss ja nur in eine katholische Kirche gehen. Wo brennen die Kerzen? Immer bei der Kapelle von der Maria. Und bei Christus hat der Küster auch ein paar Kerzen angezündet. Das ist doch die Situation, die wir haben. Wenn die Leute doch in die Kirche gehen, ja, wenn man, ja. Und in diesem Sinne möchte ich mich sehr herzlich bedanken, dass wir über Rettung sprechen konnten, über Ernährung, über Krankheit, Tod und auch über Hoffnungsschimmer. Vielen herzlichen Dank, Dr. Rüdiger Dahlke, für dieses Gespräch und alles Gute für Ihre weiteren Projekte für die Gesundheit. Danke auch, Frau Seibold.